Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir sind immer noch hier in Floppering. Wir haben hier unsere Aufgaben fertig. Wir sind ein 3-Sterne-Krankenhaus hier mittlerweile. Ich gucke gerade, wie das mit dem Personal, der hat ein bisschen wenig Energie, aber sonst sieht das hier eigentlich relativ gut aus. Der macht gerade Pause, weil er ein bisschen wenig Energie hat, aber ist auch in Ordnung. So. Ja. Ich würde sagen, das sieht hier gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte hier noch ein bisschen im Personal rumdoktern. Aber das macht, glaube ich, auch kaum noch Sinn. Weil wir können ja eh gerade kaum einen weiterbilden. Daher würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal ins nächste Krankenhaus. Ja, nehmen wir an, aber wir gehen ins nächste Krankenhaus weiter. Weil Flottering hat ja jetzt auch schon 3 Sterne. So. Karriere. Wir gucken mal, was wir hier jetzt uns noch abholen können. So, verdiene 10 Millionen. Sind wir auch gut bei, ne? Haben wir schon 2,8 Millionen. Aha. Also noch. Da fehlen uns noch. So. 100 Toiletten haben wir auch gereinigt. Haben wir auch fast fertig. Haben wir noch irgendwas geschafft? Da unten. Installiere Upgrades an 25 Maschinen. Haben wir auch gemacht. Sehr schön. Bilden ein Chirurgie-Van 5 aus. Ja, das haben wir ja alle. Chirurgie haben wir ja noch nicht. Das kommt ja erst noch. Ich würde sagen, wir machen erstmal Münden-Universität und danach geht es dann weiter mit Tumble, weil dann haben wir hier vorne die ganzen schon 3-Sterne-Krankenhäuser und das sieht natürlich extrem toll aus, finde ich. Guck mal, das hier haben wir auch schon fertig. Ah, nee, ist noch gesperrt. Wollte gerade sagen. Wir sind hier natürlich auf der kalten Seite und dann gucken wir mal, wie das hier so aussieht. So, Minden University. Hier ist natürlich unser... Das sieht natürlich mittlerweile momentan echt katastrophal aus. Der hat Spritzen bei der Bildung hier scheinbar. Läuft hier drüben irgendwas? Nee. Doch, irgendwas läuft da. Kurs starten. Doch, ich will einen Kurs starten. Da hast du recht. Ich hätte gerne Motivation. Da, nee, kann ich bloß einen drin weiter ausbilden. Teilnehmer 1, 1, 6. Guck mal hier, Spritzenverwaltung. Ja, nö. Hier sind die natürlich alle top ausgebildet und so. Wir brauchen nur mehr Ärzte. Wir werden mal noch... Das gehört uns ja noch nicht, ne? Dann bauen wir hier drüben. Da haben wir auch noch eins. Guck mal, die sind alle randvoll. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Ärzte. Wir haben viel zu wenig Ärzte. Ich werde mal noch 2 Ärzte einstellen. Das Problem bei den Ärzten hier ist natürlich, dass die alle unausgebildet hier anfangen. Und die beiden muss ich jetzt erstmal in Diagnostik 1 ausbilden. Hallo? So. Dann nehmen wir auch einen Ausbilder von hier bitte. Und die beiden werden jetzt erstmal kurz starten. Ausgebildet. Obwohl, warte mal, stopp. Kann ich die nochmal abbrechen? Eigentlich? Kann ich die nochmal abbrechen? Ja. Brech die mal nochmal ab. Weißt du was? Ich stelle gleich einfach... Auch wenn es teuer ist. Und wir in diesem Krankenhaus wenig Geld zur Verfügung haben. Hauen wir hier trotzdem jetzt erstmal Diagnostik 1 raus. Du bildest das aus. Und ihr macht alle dran mit. Kurs starten. So, Kopfsalat entdeckt. Das kennen wir schon. Die Beförderung. Ja, wir befördern dich. Befördern. Die Konstruktion wird 15.000 kosten. Patient bitten zu warten. Ich drücke mal auf die Pause und dann bauen wir mal ein Spritzendingsbums, ein Spritzenzimmer. Wo ist es denn? Da, Spritzenhaus. Wie groß muss es sein? 3x3? Reicht das? Wir gucken mal. So. Ein Mülleimer in die Ecke, ein Feuerlöscher daneben, ein Heizkörper. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich hier einen Heizkörper bauen muss. Eine Pflanze. Und ein Poster und noch eine Ernährungspyramide. Und noch ein Zertifikat. Ein Anschlagbrett. Prestige 3. Und noch einen Stuhl hätte ich gerne. Ich baue jetzt hier auch nochmal in jedes Zimmer einen Stuhl. Wenn ich das noch nicht schon habe. Nee, habe ich noch nicht. Objekte, Stuhl. So. Ja, im Pausenraum braucht, glaube ich, keinen Stuhl. Da kommt ein Stuhl rein. Ein Stuhl. Stuhl.
Stuhl in die böse Ecke, in die schämliche Ecke. Achso, das ist der Pausenraum. Du kriegst auch einen Stuhl. Und du bekommst einen Stuhl. Ist ein bisschen groß geraten hier, aber vielleicht kann ich... Muss ich mal gucken. Gucken wir gleich mal, ob wir vielleicht auch zwei Leute da drin einsetzen können. Das wäre natürlich der Hammer. Ja, im Klo braucht, glaube ich, auch keiner. Hier kann auch ein Stuhl rein. Zack. Da braucht auch keiner rein. Ins Klo auch nicht. Gut, dann haben wir, glaube ich, überall einen Stuhl. Sehr schön. Und dann bauen wir mal noch... Guck mal, wir können hier mal noch... wo ist es denn jetzt? Ich habe es auch eben gerade noch gesehen. Da, der Zeitschriftenstand. Den bauen wir einfach mal... hier so hin. Voll cool. So. Auch wenn das hier jetzt ein bisschen eng ist, aber macht ja nichts. So, wir drücken mal wieder auf Play. Was ist mit dir los? Auf null gefallen. Hauptbeschwer, sehr hungrig, sehr durstig, sehr gelangweilt. Achso, apropos sehr durstig. Obwohl hier eigentlich dürften die alle gar keinen Durst haben. Die stehen doch hier. Oder müssen die für den Trinkbrunnen auch bezahlen? Muss ich mal gucken. Trinkbrunnen. Eigentlich nicht, der ist doch kostenlos, oder nicht? Ich wollte das sagen. Aber ich werde hier mal den Getränkeautomat kostenlos machen. Mal so ein Probelauf. Snackautomat. So. Der Rest bleibt so. Nochmal zwei Beförderungen. Zack. 90 Tage ohne einen Todesfall. Das wird schwer. Wir testen. Wir versuchen es. Kann ja klappen. Muss nicht, aber kann. Achso, wie hier. Ich guck mal nochmal nach der Wärme. Strahlen natürlich alle ganz schön Wärme ab. Der Umtöpfer ist gerade ein bisschen kalt hier hinten, ne? Aber ist egal. Ich glaube, das passt schon so. So, was sind denn? Erhalte 20.000 Forschungspunkte. Ja. Dazu werde ich jetzt mal Personal, einen Arzt, der forschen kann. Am besten forschen. Psychologie. Ja, ich. So. Am besten du machst nur Forschung. Was die anderen können zwar auch, aber du bist hauptsächlich für die Forschung da. Dass immer einer da drin sitzt. Wo habe ich den überhaupt? Den Forschungsraum. Ach da, ja, viel zu groß geraten. Kann ich da eigentlich? Ja, tatsächlich. Mach mal drei. Weil dann baue ich hier mal noch. Bearbeiten. Forschungsschreibtisch, zweiten rein. So. Passt schon. Sehr schön. Die fünf lernen fleißig, sehr schön. Spritzenverwaltung. Super, super. Dann gucken wir mal hier am besten nochmal. Ja. Wartet hier noch irgendwo einer? Nö, ne? Doch, da. Psychologie. Aber da haben wir doch auch ein zweites, ne? Da auch. Hm. Genau, da könnten wir eigentlich noch eine dritte bauen. Wir bauen mal noch eine dritte. Und dann bilden wir gleich noch welche in Psychiatrie aus. So. Wo haben wir denn die Psychiatrie? Psychiatrie. 1, 2, 3 mal 3. Zack. Ein Stühlchen in die Mitte. Den daneben. Ein Aktenschrank hier hinten in die Ecke. So. Ein Abfalleimer direkt daneben, damit man die Akten direkt wegschmeißen kann. Ein Feuerlöscher, falls der Sessel mal brennt. Das sage ich ja immer wieder. Ein Heizkörper. Damit er ihn nicht sieht. Nein. Packen wir da hin. Bücherregal, Pflanze, ganz wichtig. In der Psychiatrie müssen sie sich ja wohlfühlen, finde ich. Ein Zertifikat. Ein Anschlagbrett. Eine Uhr. So, ein Stuhl noch. So, irgendwas brauchen wir noch. Ein Bücherregal. Das schindet auch immer sehr viel Eindruck. Oh, ja, da wollte ich es jetzt nicht hinstellen. Sorry. Stell ich das jetzt? So. So. Schick. Davor kommen auch noch Bänke, bitte. Violette Bank. Wie die da einfach so sitzt. So, was können wir denn... Haben wir da noch Platz? Ich glaube, da haben wir noch Platz. Für einen Spielautomat. Nein, haben wir nicht. Schade. Aber da haben wir noch Platz. Zack. Sehr schön, guck mal.
Bauen wir da zwei Spielautomaten hin. Und da noch einen. Ich baue mal jetzt überall Spielautomaten. Vielleicht spiele ich ja damit. Gute Neuigkeit. Ach so, ja, genau. Wir machen aber auch schöne Gewinne und können schon wieder zwei Leute befördern. Zack. Vier Patienten mit schlechtes Bauchgefühl. Ja, können wir machen. Und dann gucken wir jetzt mal einmal durch. Können wir das? Nein. Nee. Den können wir aufrüsten. Können wir den aufrüsten? Nein. Den auch nicht. Den können wir aufrüsten. Hier ist nichts. Den können wir auf jeden Fall aufrüsten. Zack. Zack. Den vielleicht? Nee, den noch nicht. Den da? Nein, auch nicht. Gut. Der Helikopter, ich finde den cool. So, Psychiatrie, du. Psychiatrie. Sehr schön. Wie viele Warteplätze hast du? Drei in der Warteschlange. Sehr schön. So, guck mal, 23 Tage ohne Todesfall schon. Cool. Plants need water. Chef von Holistics. Wieso kommt der hier andauernd vorbei? Bitte kein Todesfall, du. Ich glaube, wir bauen auch mal noch eine zweite Kardiologie. Oh, da ist irgendwie im Kalt. Da müssen wir gleich mal gucken. Kardiologie. 3x3. Du kannst währenddessen rausgucken. Der Wandmonitor. Zack. Ein Aktenschrank. Ein Abfalleimer, damit er gleich kotzen kann. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ups. Habt ihr nicht gehört, ne? Ich habe das weder gesagt noch irgendwas anderes. So. Stellen wir da hin. Kaffeemaschine. Achso, guck mal, die Kaffeemaschine. Die haben wir auch gerade erst neu. Zack. Kaffeemaschine. So, Pflanzen. Damit es dem gut geht währenddessen. Clownerei können wir alles hier reinhängen. Alles, was zum Prestige hilft. So. Schick. Können wir auch gleich noch eine Bank vorstellen. Eine silberne nehmen wir da. Haben wir da schon Getränkeautomaten? Nee, ne? Ich mache hier mal so eine Getränkestation. Bauen wir gleich direkt zwei nebeneinander. Energy Drink. Energy Drinks sind Luxus, finde ich. Snacks. Und ein Salz-Snack-Automat. So. Und daneben noch eine Mülltonne. Und ein Heizkörper auf die Seite. So. Und vielleicht noch eine Blume. Blume. Direkt neben die Heizung. Geile Idee, Anton. So. Ist nicht ganz so wie vorher. Ja, das muss ein Stück weiter nach da, ne? So, darf ich mal bitte bearbeiten? Danke. Es geht so einfach, ja. Gehe ich einfach auf irgendeinen Raum. Dann habe ich es ganz easy, das zu verschieben. So. Ja. Ja, will ich. Danke. Nochmal zwei Beförderungen. Zack. Zack. Okay. Das sind noch Forschungspunkte. Guck mal, ich werde hier mal hoch. Lege für. Genau. So, wir brauchen. Guck mal, dann werde ich hier gleich mal nochmal. Forschung, Diagnostik 2 haben wir 3, die ausgebildet werden können. Haben wir Highspeed, Motivation 6, die da ausgebildet werden können. Die nehmen wir auch alle. Zack, 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 zack. Schwester, meinetwegen. Und dann stellen wir mal noch ein paar. Einen, ich hätte gerne einen. Der direkt da rein. Forschung. Genau, Medizinstudent. So. Da haben wir noch einen. Kann auch direkt Kurs starten. Sehr schön. Gut. Den können wir gleich nochmal upgraden, den Herzraser. Ist der hier drüben schon fertig abgegradet? Nee, noch nicht. Haben wir da einen Stuhl reingestellt? Den Herzraser? Nö. Objekte, einen Stuhl. Ah, also ganz unten da. So. Ich fände es cool, wenn man da so ein Upgrade, ja, muss nicht mehr nachgefüllt werden oder so. Ach, guck mal. Gehen zu Neige. Ach, Quatsch, das soll noch nicht zu Neige gehen.
Entspann dich. So, befördern. So, wir brauchen mehr Forschungspunkte. Soll ich mal noch ein Forschungsdings bauen? Hier ist ja keiner. Hier arbeitet auch keiner. Wieso nicht? Leute. Guck mal, du bist da. Was, Pause oder was? Komm mal her. Komm mal her. Da rein. Und dann... ja, Projekt starten. Fear not, dear listeners, for Sir Nigel Bickleworth has arrived to elevate your radio experience da. Beyond the mundane. But first, hier, da haben wir fünf Diagnostiker. Guck mal, nehmen wir den hier mal noch. Ah, der unterrichtet gerade. Was mit dir? Ja, das sieht gut aus. Das ist viel zu eng. Muss ich gleich mal was dran ändern. Zack. So. So, da arbeiten jetzt drei Leute drin. Ne, zwei bis jetzt. Ja, cool. So. Aber hier, da müssen wir was tun. Na komm, so. Sehr schön. So, ja, Chef von Holistics. Ah, fehlgeschlagen. Manu. Haben wir das mit den 90 Tagen ohne Dingens eigentlich geschafft? Ich weiß es gar nicht. Befördern. Ja, machen wir später. Befördern. So. Guck mal, jetzt, guck mal, wie schön schnell das vorwärts geht. Soll ich da mal noch einen reinstopfen? Ich stopf da mal noch einen rein. Welchen? Ich stopf mal... Achso, gerade, der ist gerade im Dingens. Du bist da drinne. Du bist gerade unterrichten. Den einen da, ja, das, den kannst du danach... Dann kommt der eine gleich zu mir. Der ist auch da drinne. Guck mal, der hier, der kommt nämlich direkt nach da drüben, denn... Weil der kann ja... Der da darf ja nichts anderes. Sagen wir es so. So. Schon wieder einer gestorben. Kann schon wieder einer befördert werden. Och, Leute. Ja, machen wir später. Ja, sehr schön. Und befördern. Machen wir, wenn der hier fertig ist, kann sie hier auch weitergebildet werden, bitte. Ne, die nette Hausmeisterin. So, guck mal, da warten schon wieder 6. Da warten 6, da warten 7. Alter Schwede. Ich glaube, wir brauchen mehr Krankenpfleger. Hallo, Hausmeister. Hol doch mal einen Hausmeister. Wie weit bist du? Steht das da eigentlich irgendwo? Ne. So, direkt mal. Die sehen hier alle so unzufrieden aus. Guck mal, er ist schon fertig. Aber sie hier noch nicht, die Medizinstudentin. Wieso sehe ich das denn? Also für sie selbst sehe ich es nicht. Ein Tag noch. Na, das kriegen wir doch rum. So, fertig. Sucht nach Arbeit. Kannst gleich mitkommen. Zack. Jetzt geht die wieder raus? Wieso geht die raus? Wer bist du? Was hast du vor? Sucht Arbeit. Voller Energie. Glücklich. Romantisch und Kollegerin. Wo geht die denn hin? Erstmal husten. I sincerely hope they have corrected the multiple cases of mislabeled geodes I spotted last time. Speaking of museums, I believe this next song... Was hat sie denn hier? Suchst du immer noch nach Arbeit? Such nach Arbeit. Wer bist du denn? Dr. Brangelika Blank. Bank. McPfefferminz? Warte mal, ich guck mal nach. Dr. McPfefferminz, wo ist er denn? Ja, du kannst Diagnostik. Was kann Jake Turbo? Jake Turbo. Ja, der ist wirklich Turbo. Und Georgina Eilmann. Das ist sie doch, oder nicht? Georgina Eilmann, sehr schön. Und wer bist du? Warte mal, das ist Georgina Eilmann und das ist Bianca. Das ist die Blank. Guck mal, Frau Eilmann. Sie fliegen mal raus hier. Weil dann hat sie jetzt auch Arbeit, ne? Sucht nach Arbeit. Nein, du sollst was anderes machen. Warte mal.
Da auch nicht. Da nicht. Da wird nichts gebraucht. Da sitzt auch einer drin. Da sitzt einer drin. Oh, da sitzen ja überall welche drin. Das ist ja scheiße. Guck mal da. Sehr schön. Weil somit kann sie denn hier auch arbeiten. Da. Sucht nach Arbeit. Ach, Mensch. Was soll denn das? Verstehe ich nicht. So. Achso, der hier hat hohe Priorität, ne? Wieso lasst ihr sie denn da nicht arbeiten? Die Blank. Das sind drei andere Ärzte, die darf aber nichts anderes. Komm, fliegst raus. Ich kann da sonst auch noch ein mehr einbauen. So, guck, direkt besetzt alles. So. So. Ja, der Herzraser kann abgegradet werden. Wie sieht's mit dem Ding aus? Nicht. Das Ding kann abgegradet werden. Das Ding kann abgegradet werden. Und der zweite Herzraser. Oh, ja, ich lasse ihn upgraden. Zack. Schick schön. Da stirbt schon wieder einer. So. Guck mal, da arbeitet schon wieder keiner. Da schon. Farbeimer 2 freigeschaltet. Denn. Upgraden wir ihn doch mal. Was passiert eigentlich in der Farbtherapie? Keine Ahnung. Oh, hat nicht geklappt. Keine Ahnung. Gute Neuigkeiten. 10.000. Geil. So, wir wollten sie ausbilden, weiterbilden. Wo drin bilden wir sie denn mal weiter? Ausdauertraining. Da können wir nämlich noch 5 andere mitschicken. Und das machen wir auch. Und du bildest aus. Kurs starten. So. Befördern. Befördert. 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 Okay. Guti. So. Kann das hier mal schneller gehen? Wäre voll cool. Ich spule mal einfach mal ein bisschen vor. Ja, wir haben ihn beeindruckt. Homöopathisches Gift. Wie es sich herausstellt, handelt es sich um homöopathisches Gift. Es ist zum Verzehr geeignet und schmeckt sogar recht gut. Er scheint uns wirklich zu hassen. Ah, schön. Gut. Gut, meine lieben Freunde, das soll es dann auch schon wieder für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüssi!